Der Smart Package Robot und Windows 10. An sich gibt es keine großen Änderungen gegenüber Windows 7 und das schauen wir uns jetzt einfach mal in dem Video kurz an. Der erste Schritt, auch wieder hier, Benutzerkontensteuerung deaktivieren. Klickt man hier oben, schiebt den Regler runter und jetzt muss man erstmal den PC neu starten und dann geht's weiter. Ach so, neu starten bei Windows 10 ein bisschen versteckt. Hier rechte Taste, dann hier auf Herunterfahren oder Abmelden und dann hier auf Neu starten. Nach dem Neustart sind wir dann bereit und können loslegen. Als erstes wird natürlich der Smart Package Robot installiert. Und ich nehme jetzt hier mal das Silent Setup. Da brauche ich durch nichts klicken. Das geht alles automatisch. Und irgendwann erscheinen da einfach die ganzen Icons auf dem Desktop. Dann sind wir auch schon arbeitsfähig. Sollte bei der Installation diese Meldung kommen, dass hier von einer App das Network 3.5 verwendet werden soll und man will es nicht installieren, kann man auch Installation überspringen klicken. Also es ist nicht wirklich so, dass der Smart Package Robot .NET benötigt. Das nimmt das Windows 10 hier jetzt nur an. Wenn alle Icons auf dem Desktop erschienen sind, ist der Smart Package Robot installiert. Jetzt muss er nur noch seine Lizenzinformation bekommen, dann ist er ready to go. Die Lizenzinformationen sind in der Datei keyfile.dat, die Sie von Ihrem Distributor erhalten haben. Die Datei ziehe ich jetzt einfach auf das Symbol SPR-Folder und lasse sie dort los. Einmal auf Fortsetzen und damit ist der Smart Package Robot auch schon registriert. Als nächstes kann man sich die Tutorial-Videos zum Smart Package Robot herunterladen. Wer das möchte, klickt einfach hier auf dieses Download SPR Tutorial Videos for Free und macht als Administrator ausführen. Es erscheint dann diese Meldung, dass man im Prinzip 700 MB of Data jetzt herunterlädt und das eine Weile dauern kann. Die Meldung verschwindet automatisch wieder und dann startet auch schon der Smart Package Robot mit dem Download der Videos und diese findet man dann später auf dem Desktop. Apropos Desktop, den können wir jetzt ein klein bisschen aufräumen. Erstmal das Silent Setup brauchen wir jetzt nicht mehr, das mache ich in den Mülleimer. Und dann kann ich natürlich Icons, die ich nicht unbedingt brauche, löschen oder verschieben. Die letzten Updates findet man immer in dieser Datei README and DeleteMe. Das heißt, wenn man da reinschaut, sieht man zum Beispiel, wann die letzten Updates gewesen sind. Mache ich auch weg. So. Und das alles ein kleines bisschen nach links. Und dann haben wir eigentlich die Vorbereitung schon abgeschlossen und können den Smart Package Robot unter Windows 10 gleich mal benutzen. Bei der aktuellen Version des Smart Package Robot muss man zunächst noch eine kleine Änderung durchführen, und zwar am InstaRec Eigenschaften und dann hier einstellen bei Kompatibilität. Einmal Programmmodus für Kompatibilität ausführen Windows 7 und hier unten dieses Programm als Administrator ausführen. Und dann auf OK. Das wird mit einem zukünftigen Update behoben. Das ist nur im Moment mit der jetzigen aktuellen Version zum Zeitpunkt der Entstehung des Videos noch erforderlich. Dabei geht es darum, dass Windows 7 sehr empfindlich ist, wenn Programme
als Administrator, also mit erhöhten Rechten ausgeführt werden, aber kein gültiges Zertifikat haben. Das heißt, dass der Urheber der Software nicht definitiv nachgewiesen werden kann, soll mit einem der kommenden Updates behoben werden. Nach einiger Zeit erhält man die Meldung File Download Successful und das bedeutet, dass dann auf dem Desktop hier ein ZIP-File entstanden ist mit im Moment 735 MB, in dem Videos zum Thema Smart Package Robot drin sind, die man sich ansehen kann, um das Produkt optimal zu bedienen. Wir können ja mal einen kleinen Blick reinwerfen. Da ist also ein Ordner drin und hier sind die Videos. So, im Moment brauchen wir die nicht, daher tue ich die wieder wegräumen. Und jetzt geht es eigentlich los mit unserem Smart Package Robot Test unter Windows 10. Ich habe hier das Programm POV Ray für Windows 3,62 und da will ich jetzt mal die Installation aufzeichnen. Dazu ziehe ich das einfach wie immer auf den Installationsrekorder und lasse es dort fallen. Die Installation startet und ebenso wie immer startet hier der Installationsrekorder InstaRec eben auch mit seiner Bedienleiste. Jetzt klicke ich mich einfach durch die Installation. Wenn diese Maske hier erscheint, ist die Installation beendet und ich klicke einfach nur auf Finish. Der InstaRec bemerkt, dass das Setup sich beendet hat und blendet automatisch hier die Bedienoberfläche ein. Ich muss hier nicht viel bedienen, ich drücke einfach auf Save und Exit und damit habe ich schon die Installation aufgezeichnet. Die Installation befindet sich auf dem Desktop hier in diesem Ordner drinne. Zusammen auch mit dem benötigten Setup-File. Gleichzeitig wird die Installation hier im Smart Package Robot Editor geöffnet und ich kann sehen, was hier aufgezeichnet wurde. Mit dem Druck auf die linke Control- oder Steuerungstaste und dem Mausrad kann ich die Schriftgröße auch ein bisschen erhöhen. So, jetzt möchte ich als nächstes natürlich auch noch die Deinstallation aufzeichnen. Dazu schiebe ich den Editor ein schönes Stückchen nach rechts, damit er nicht im Weg ist. Die Deinstallation, dafür braucht man kein Setup. Das macht man normalerweise immer über Systemsteuerung irgendwas. Beim Smart Package Robot ruft man dazu dieses Programm auf, Record Uninstallation, das tue ich mal. Und auch da bekomme ich wieder diese Meldung, die ich bekomme, wenn ich diese Sache mit den Eigenschaften nicht gemacht habe. Ich muss also auch hier erstmal die Kompatibilität einstellen. Und zwar Programm im Kompatibilitätsmodus und Programm als Administrator ausführen. Okay. So. Und macht man es richtig, dann geht es auch. Da habe ich hier meinen gewohnten an InstaRec. Und kann jetzt hier das Programm, das ich deinstallieren will, aussuchen und klicke ich auf OK. Und hier wähle ich dann Uninstall und wieder auf OK. Es kommt die Abfrage, möchten Sie dieses Produkt wirklich deinstallieren? Ja, möchte ich wirklich. Und dann geht auch schon die Deinstallation los.
Auch hier zeigt der Installationsrekorder wieder dezent die Buttonleiste in dem Moment, wo er feststellt, dass sich der Prozess beendet hat, der diese Deinstallation ausgeführt hat. Ich klicke einfach nur auf Save und Exit. Und damit habe ich dann auch schon hier im Editor meine Deinstallation. Also hier die Installation, hier die Deinstallation. Und bin bereit, die beiden mal zu testen. So, als nächstes testen wir die eben aufgezeichneten Skripte mal. Dazu klicke ich jetzt einfach mal den Play-Button und lasse die Installation mal ablaufen. So, die Installation ist tadellos durchgelaufen und gleich die Deinstallation. Hier bemerken wir jetzt eine Besonderheit, und zwar das Skript hat sich bereits beendet, weil hier jetzt überhaupt kein Klick mehr kommt. Hier kommt also nur, wollen Sie das Ding deinstallieren? Und dann ist der Robot auch schon fertig. Der hat ja alles geklickt, der braucht ja auch nichts mehr. Wenn wir das jetzt mit einer Softwareverteilung verteilen, dann macht es Sinn, dass wir die Softwareverteilung so lange warten lassen, bis die Deinstallation wirklich vorbei ist. Wenn wir das Skript jetzt einfach so lassen würden, wäre das Skript jetzt hier fertig, während die Deinstallation noch läuft und würde vielleicht dem Softwareverteilungssystem mitteilen, na, wir sind fertig, du kannst noch rebooten. Und das wollen wir natürlich an der Stelle hier nicht. Und da gibt es einen ganz einfachen Befehl, auch beim Smart Package Robot, der heißt WPT. Wait Process Termination. Und da brauche ich jetzt noch eine Variable, die heißt $PID. Und der muss ich jetzt noch einen Wert überweisen. Und da sage ich $PID ist gleich Raute. PID Raute. So, und das hier ist automatisch die Prozess-ID von dem Prozess, wo man das letzte Fenster lokalisiert hatte. Wenn ich jetzt mal F1 drücke, kommt die Hilfe, geht hier zu Systemvariablen und da kann man das auch sehen. Also da steht sie irgendwo, die PID. Da ist sie. Also Prozess-ID of the last Program, das man also gestartet hat, oder Fenster, das man lokalisiert hatte. Und mit dieser Anweisung hier wartet man dann automatisch, bis sich der Prozess beendet hat. Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal testen und feststellen, ob es denn auch wirklich funktioniert. Allerdings, die Installation, die hat ja schon funktioniert. Daraus können wir jetzt tatsächlich auch mal eine Exe-Datei kompilieren. Dazu sind aber jetzt noch zwei Kleinigkeiten nötig. Nämlich erstens sage ich spi:forcewrite. Zweitens sage ich exe:. Und das bewirkt jetzt, dass die Datei, die ich jetzt erstelle, hier drinne produziert wird. Also diese ausführbare Exe-Datei, die erscheint jetzt gleich hier drinne. Dann tippe ich mal kompilieren. Und da erscheint jetzt meine Exe-Datei. Die hat jetzt momentan eine Größe von 1,25 MB.
Jetzt mache ich noch eine kleine Änderung. Ich sage nämlich Mann Doppelpunkt RA, also ich sage Require Administrator, weil diese Installation braucht mindestens Administratorrechte. Und das sage ich ihm eben, indem ich hier sage, du brauchst ein Administrator-Manifest. Und dementsprechend sehe ich dann hier auch dieses kleine Schild hier bei dem Icon von der Exe-Datei. Und die kann ich jetzt mal starten, weil um die Deinstallation nochmal zu testen, muss ich ja auch die Installation nochmal durchlaufen lassen. So, da ist es auch schon gelaufen. Dann können wir jetzt auch nochmal die Deinstallation laufen lassen. Und was jetzt passieren muss, er muss also auf dieses Ja will ich deinstallieren klicken. Und dann muss er hier in diesem Wait for Process Termination so lange stehen bleiben, bis der Prozess wirklich abgeschlossen ist. Und dann haben wir eigentlich erst das Paket oder die Geschichte, die wir dann später mit der Softwareverteilung ausbringen können. Das bleibt jetzt wirklich so lange, bis die Deinstallation wirklich abgeschlossen ist. Lass das mal laufen. Und da sehen wir es jetzt. Der gelbe Streifen hier wartet bei dem PID, bei dem Wait Process Termination, so lange, bis eben diese Geschichte hier abgelaufen ist und dann beendet sich das Skript. Und das war auch die Deinstallation so und die hat auch funktioniert. Jetzt machen wir gleich den nächsten Schritt. Jetzt wollen wir nämlich die Installation und die Deinstallation auch mal auf dem versteckten Desktop, also auf dem Hidden Desktop laufen lassen. Und dazu trage ich zuerst mal hier auch diese Sachen bei der Deinstallation ein, denn die brauche ich hier auch. Und jetzt brauche ich noch eine Anweisung, die heißt exv-Doppelpunkt und die brauche ich natürlich auch bei der Installation, weil die soll ja auch auf dem versteckten Desktop laufen. So, jetzt erstelle ich hier eine Exe. Und ich erstelle hier eine Deinstallations-Exe. Also der versteckte Desktop wird nur angesprochen von Exe-Dateien, die ausgeführt werden. Und wie kriegen wir denn jetzt raus, ob die Geschichte installiert ist oder nicht? Dafür nehmen wir hier diesen Uninstall-Reg. Der zeigt mir ja an, welche Programme installiert sind. Und jetzt starte ich mal die Installation. Und zwar auf dem versteckten Desktop. Das heißt, auf diesem Desktop, wo ich jetzt hier bin, da kann ich tun, was ich will. Da kann theoretisch der User sogar was arbeiten. Das kriegt er überhaupt nicht mit. Die Installation findet auf dem versteckten Desktop statt. Und irgendwann klicke ich dann hier auf Sort und es ist jetzt passiert und dann sehe ich hier, POV-Ray ist installiert worden. So, und auf die gleiche Art und Weise will ich jetzt mal die Deinstallation laufen lassen. Erstmal drücke ich nochmal auf Sort. Also man sieht, es ist noch da. Und jetzt lasse ich die Deinstallation laufen. Das ist die hier. Und die geht ja auch relativ flink. Jetzt drücke ich mal hier auf Sort. Und irgendwann wird dieser Eintrag hier verschwinden. Ja, weg ist er. Also auch die Deinstallation auf dem versteckten Desktop funktioniert nach wie vor tadellos unter Windows 10. Das Einzige, was mit meiner VMware hier noch nicht so richtig funktioniert unter Windows 10, ist das Umschalten auf den Windows 10 Desktop, dass man da mal manuell hinschalten kann. Da wird manchmal der Bildschirm schwarz, manchmal geht's, manchmal funktioniert es nicht. Braucht man aber eigentlich auch kaum oder selten. Kann man im Moment wegtun, ob das jetzt an der VMware liegt, was ich vermute,
Oder ob das noch am Windows 10 liegt, weil das ja auch noch ein Pre-Release ist, kann ich nicht sagen. Spielt aber auch keine Rolle, denn der Smart Package Robot funktioniert auch mit dem versteckten Desktop, haben wir eben gesehen. Es gibt also hier funktional keine Einschränkungen, alles geht. Und in dem Sinne viel Spaß mit dem Smart Package Robot und Windows 10.